Hallo, herzlich willkommen da zu meinem Vortrag Geschichten aus der Koboldgruft. Ich bin Habrok und in meinem sozusagen normalen Leben arbeite ich als Anwendungsentwickler bei einer Versicherung seit mittlerweile 14 Jahren. Und da bin ich auch mit dieser schönen Sprache in Berührung gekommen für mehr als 10 Jahre. Und im Laufe der Zeit sind mir doch ein paar Sachen aufgefallen, die veraltet waren, als ich Programmieren gelernt habe. Ja, und darüber möchte ich dann jetzt heute ein bisschen berichten, inklusive Einführungen in so die Grundstrukturen der Sprache. Also, COBOL ist eine nicht case-sensitive Sprache. Die Idee dahinter war, jede Anweisung entspricht einem Satz in normaler Sprache und ein Satz wird mit einem Punkt beendet. Das wird später im Vortrag noch wichtig werden. Die Sprache sollte leicht verständlich sein, weswegen es eine Unmenge an Füllwörtern gibt, dass eine Anweisung näher an natürlicher Sprache ist. Aber man kann diese Füllwörter auch weglassen. Das Konzept kam daher, dass Computer programmieren konnten, als auch Ahnung von der Fachlogik hatten. Um das noch zu ergänzen, COBOL steht für Common Business Oriented Language, also allgemeine geschäftsorientierte Sprache. So, und aber wann war das überhaupt, wann COBOL entwickelt wurde? Dann schauen wir uns mal die Standards an. Der aktuellste Standard, also der aktuellste ANSI-Standard, ist das im Jahr 2014. Zum Vergleich ein Film aus dem Jahr, A Theory of Everything. Und für die Leute, die mit Filmen jetzt nicht so viel am Hut haben, auch ein Ereignis aus der Raumfahrt. Also viele ist da gelandet und aus der IT, Facebook hat WhatsApp gekauft. Das ist aber nur der neueste Standard. Und in der Praxis habe ich den eigentlich noch nie gesehen. Der Standard davor war von 2002. Film aus dem Jahr Chicago. Ja, die einzige Buran, die jemals im Weltraum war, wurde in dem Jahr zerstört und der Euro wurde eingeführt. Und in diesem Standard kamen so Sachen dazu wie objektorientiertes COBOL. Darauf werde ich nicht eingehen. Ich halte das insgesamt eher für einen Marketingbegriff, als dass es vernünftig verwendbar ist. Und Unicode-Unterstützung wurde da dann auch eingeführt. Ja, der Standard davor ist aus dem Jahr 1985. Film aus dem Jahr Zurück in die Zukunft. Und die Raumsonde Giotto ist gestartet. Naja, und der erste Amiga wurde vorgestellt und Tetris wurde programmiert. Also das Ur-Tetris. Nein, soweit ich weiß nicht. Ich möchte in COBOL auch keine Grafikausgabe machen müssen. Ja, in dem Standard kamen ein paar Erweiterungen dazu, die sozusagen die übelsten Sachen dann etwas abgemildert haben, wenn man sie verwendet hat. Der Standard davor war aus dem Jahr 1974. Die Filme, der Pate 2. Und die erste Raumsonde, die nicht von den USA oder der SSR gebaut wurde, wurde gestartet. Die deutsche Helios 1. Und der erste programmierbare Taschenrechner, der HP 65, kam auf den Markt. Wir sind aber immer noch nicht im Entwicklungsjahr von COBOL. Der erste ANSI-Standard war aus dem Jahr 1968.
Film aus dem Jahr 2001, ja, Odyssee im Weltraum. Ja, oder Ereignisse aus der Raumfahrt, der erste bemannte Apollo-Flug und die Firma Intel wurde gegründet. Der erste COBOL-Standard, das war noch kein ANSI-Standard, ist aus dem Jahr 1960. Also Filme aus der Zeit, die man kennen könnte, Psycho und Ben-Hur. Ja, Ereignisse aus der Raumfahrt, Belka und Strelka. Die ersten Wesen, die in einer Umlaufbahn waren und die Erde wieder lebend erreicht haben, sind gelandet. Und ja, der Rubinlaser wurde entwickelt, als erster Laser überhaupt. Ja, bei dem Alter dürfte es klar sein, dass der Datenträger, der aktuelle Datenträger, das hier war, die Lochkarte, die sich auch in die COBOL-Definition ausgewirkt hat, wegen der Zeilenlängenbegrenzung auf 80 Zeichen. Ja, diese 80 Zeichen kann man aber nicht alle fürs Programm nutzen. Erstmal vorne fallen 6 Zeichen weg für die Zeilennummer. Dann als nächstes Zeichen, also das 7. Zeichen, das ist der Platz, um die Zeile zu markieren, als es ist eine Kommentarzeile oder die Zeile setzt die Zeile darüber fort. Oder auch diese Zeile, das soll nur im Debugging-Modus ausgeführt werden. Ja, außerdem sind ganz hinten noch 8 Zeichen reserviert, die COBOL nicht nutzt, zum Beispiel für den Programmnamen oder so. Also üblich war es da, den Programmnamen hinzuschreiben. Außerdem gibt es noch den Bereich A, die Stellen 8 bis 11, in dem nur bestimmte Anweisungen beginnen dürfen. So dass dann für das eigentliche Programm nur 61 Zeichen pro Zeile übrig sind, nämlich die Stellen 12 bis 72. Also so variablen Namen wie Zahlungsempfänger aus Partnersystem verbieten sich da offensichtlich. Also ja, das ist im aktuellen System, an dem ich arbeite, der Name einer DB2-Tabelle. Aber in COBOL ist die Variablenlänge, glaube ich, auch auf 16 oder 18 Stellen beschränkt. Also danach die Länge des Variablenabends. Ja, mit dem Standard ab 2002 kam dann auch eine Möglichkeit dazu, ein Zeilenformat irgendwie mit frei wählbarer Länge zu bekommen, sodass diese Beschränkung von der Lochkarte dann nicht mehr unbedingt galten. Ich weiß aber nicht, wie viele Editoren und so weiter trotzdem noch beim herkömmlichen Zeilenformat geblieben sind. Vermutlich aber recht viele. So, die grundsätzliche Struktur des Programms sieht so aus, dass es mehrere Divisions gibt, die jeweils in Sections unterteilt werden. Die werde ich jetzt mal durchgehen. Identification Division. In der findet sich ja sowas, die Möglichkeit, der Programmname muss da stehen und sonst noch ein paar andere Informationen können da untergebracht werden. Dann die Environment Division, die definiert sozusagen die Umgebung des Programms, also wie grundlegende Konfigurationen in der Configuration Section. Die wichtigste hier in Deutschland ist die Konfiguration Decimal Point is Comma, die den Tausender-Trenner und das Komma, also den Dezimaltrenner, so umstellt, wie man es
hierzulande gewohnt ist, weil man sonst halt das Komma als Tausender drin hätte und einen Punkt hinten. Input-Output-Section, dort findet sich dann die Definition von Ein- und Ausgabedateien oder Datenbankzugriffen. Wobei Eingabe-Ausgabedateien nur sowas wie Zeilenlänge und ist die Zeilenlänge fest oder variabel. Die Datenstruktur selbst wird dann woanders definiert. Dazu, dann kommen wir zur Data Division. Dort sind eben die ganzen Datenfelder definiert. Also Variablen und Konstanten und sowas. In der ersten Section, in der File Section, ist es dann genau die Definition der Datenstrukturen, die man in Ein- und Ausgabedateien erwartet oder erwarten kann. Und auch dann Variablennamen, um dann auf bestimmte Felder dazu zugreifen zu können. In der Working Storage Section werden die Variablen fürs Programm definiert, also Variablen und Konstanten. Daraus lässt sich dann schon erkennen, mit lokalen Variablen ist es grundsätzlich mal nichts. Also in irgendwie neueren Standards gibt es auch Möglichkeiten für lokale Variablen. Das habe ich mir aber nicht genau angeschaut und ich denke mal, dass es auch nicht allzu viele kennen dürften. Ja, als nächstes gibt es dann noch die Linkage Section. Dort werden dann noch einmal Datenstrukturen definiert, wenn das Programm von einem anderen Programm aufgerufen wird, um dann die übergebenen Daten reinzustecken. Und zu guter Letzt gibt es noch die Procedure Division, wo dann die eigentlichen Anweisungen drinstehen. Und die kann man auch wieder in Sections unterteilen, die man dann auch aufrufen kann. Diese Sections entsprechen dann im Grunde Methoden. Ja, dann schauen wir uns mal die Variablendefinitionen an. Also die Variablen haben alle eine Stufennummer, wie hier zum Beispiel 01 Adresse, und sind dann hierarchisch sozusagen in einem Baum angeordnet oder lassen sich so anordnen. Was dann auch dazu führt, dass die 05 Straße dann die drei darunterliegenden Felder umfassen würde. Also Straßenname, diesen Filler, das ist ein reserviertes Wort für eine nicht ansprechbare Variable, die aber trotzdem Platz im Speicher belegt. Und die Hausnummer. Und witzigerweise, wenn man in die Variable Straße schreiben würde, könnte man dann bis zu 24 Zeichen reinschreiben. Also in Hausnummer muss da nichts Numerisches stehen. Ja, und das Feld Summe ganz unten, das wäre jetzt ein Beispiel für eine Festkommazahl. Also die Definition S für Signed Vorzeichen, dann 5 Ziffern, also die 9 definiert eine Ziffer und die 5 in der Klammer dann wie viele davon. V definiert die Position des Kommas und dann noch 2 Nachkommastellen. Und wird in diesem Fall mit 0 belegt, also deswegen Value 0. Ja, also für die Variablen 9 ist der Platzhalter für eine Ziffer, V halt für das Komma, S für ein Vorzeichen, X für ein alphanumerisches Zeichen und A nur für ein alphabetisches Zeichen. Das zu verwenden, da wird ein bisschen davor gewarnt, weil könnte Probleme geben, kann man zum Beispiel keine Ziffer reinschreiben. Und wenn man daran
an den Variablendefinitionen sieht, die Grenze ist tatsächlich, oder die Variablenlänge ist tatsächlich im Dezimalsystem definiert, nicht wie man es aus nahezu allen anderen Sprachen kennt. Dass es halt eine binäre Definition ist. Also es gibt auch die Möglichkeit, die Variablen binär zu definieren, aber diese Dezimaldarstellung ist für Ziffern tatsächlich der Standard. Also und die Variante der Variable lässt sich mit Usage dann vergeben. Also Usage Display wird normalerweise nicht hingeschrieben, das ist nämlich der Standard, ein Byte pro Zeichen. Dann gibt es mehrere Computational Definitionen. Also man kann Computational 1 auch ausschreiben zum Beispiel. Aber üblicherweise wird es comp-1 geschrieben. Das wäre dann Gleitkomma, einfache Genauigkeit, comp2, Gleitkomma, doppelte Genauigkeit. Ja, packed decimal oder comp3, das ist eine Darstellung, wo für eine Ziffer ein halbes Byte verwendet wird und zusätzlich ein halbes Byte vorne oder hinten für das Vorzeichen, wenn man es entsprechend definiert. Ja, und falls man diesen Variablenbereich dann weiterverwenden will, was auch möglich ist, sollte man da genau rechnen, wie viel Byte jetzt tatsächlich verwendet werden. Ja, dann weitere Zahldarstellung wäre Binary, also im Zweierkomplement oder auch Comp oder Computational oder Comp4 oder Computational 4. Kann man alles schreiben, ist alles das Gleiche. Dann gibt es der Index für, das ist festgelegt auf 4 Byte, lässt sich dann mit speziellen Befehlen ansprechen und dient dazu, Arrays zu indizieren. Und Pointer habe ich noch in der Doku gefunden für eine Adresse, aber habe ich nie in der Praxis gesehen. Dann eine andere Variante für Variablen, die ich eigentlich recht nett finde, ist die Möglichkeit der Druckaufbereitung. Man kann nämlich für die Zahlen auch direkt vorgeben, wie sie dann, oder man kann eine weitere Variable definieren, um Zahlen, wenn man sie reinkopiert, dann direkt druckaufbereitet zu haben. 9 wieder für eine Ziffer. Also Platzhalter für eine Ziffer. Z wäre für eine Ziffer, aber wenn es eine führende 0 ist, wird es mit einem Leerzeichen belegt. Dann ein Sternchen als sogenannter Schutzstern belegt dann den Bereich von führenden Nullen, dass nicht jemand irgendwie am Ausdruck noch manipulieren kann. So Beispiel Kontoauszugsdrucker oder so. Und Minus und Plus jeweils als Platzhalter für ein Vorzeichen. Auch das kann dann genutzt werden, wie das Z, also dass das Vorzeichen dann direkt an die Zahl ranrutscht. Unten sind ein paar Beispiele. Also ich bin jetzt von der Zahl minus 12,34 ausgegangen und bei der Definition mit minus 9.999,99 haben wir zwei führende Nullen. Wenn man das stattdessen mit Z definiert, hat man halt eine Lücke zwischen dem Vorzeichen und der Zahl, aber keine störenden führenden Nullen. Dann hat man auch die Möglichkeit, das Vorzeichen nach hinten zu schreiben. Geht genauso. Und unten ist ein Beispiel für ein Schutzsternchen. So, dann kommen wir mal an zu grundlegenden Anweisungen. Also für Berechnungen gibt es eigentlich Add, Divide, Multiply und Subtract.
die sehr ausführlich sind eigentlich bei der Sprachdefinition und teilweise nicht so ganz einfach zu verstehen. Also unten habe ich ein paar Beispiele für divide. Also divide foo into bar. Das wäre dann bar ist gleich bar geteilt durch foo. Divide foo into bar giving erg. Das wäre dann erg ist gleich bar durch foo. Divide foo by bar giving erg ist, wäre erg ist gleich foo durch bar. Also, um das dann einfacher lesbar zu haben, nutzt man ganz gern compute. Das ist dann halt, compute ist auch wieder recht lang, aber danach kann man dann einfach ja, eine Gleichung hinschreiben, wie man es gewohnt ist. Ja, aber es die und sonst gibt es noch Move. Das ist zum Kopieren von einer Variable in eine andere. Habe ich jetzt auch mal hier zusammengefasst, erläutere ich auf der nächsten Folie. Also oben mal ein Beispiel, dass die Anweisungen durchaus recht mächtig sein können. Also das wäre dann teile foo durch bar und schreibe das Ergebnis nach erg, gerundet. Schreibe den Rest in das Feld Rest. Falls es einen Überlauf gibt, führe Anweisung 1 aus, sonst führe Anweisung 2 aus. Ja, und der Satz endet bei end divide, deswegen dort dann der Punkt. Ja, und beim Move hat auch die Möglichkeit, Move corresponding foo to bar oder auch Move cor foo to bar kurz geschrieben. Aufgrund dieser Baumstruktur einer Variablen könnte man ja auf die Idee kommen, dass es in foo irgendwelche Felder gibt, die genauso heißen wie in bar und dass man genau diese Felder kopieren möchte. Genau das macht Move Corresponding. Also, wenn man zum Beispiel irgendwie die Kundeninformationen als eine so Baumstruktur hätte und dann irgendwie nur die Adresse als eine andere Baumstruktur, könnte man mit Move Corresponding einfach nur die Adressfelder umkopieren, um die dann für die Druckaufbereitung zu nutzen. Viel Spaß natürlich, wenn man in einer der beiden Datenstrukturen irgendwelche Namen ändert. Denn diese Stelle findet man dann nicht so schnell. Und dann unten nochmal ein Beispiel, was zum Beispiel bei Move geht. Move all zeros to erg ist das gleiche wie move all zero to erg oder auch move all zeros ohne das zweite E geschrieben. Also zero und die beiden zeros sind beide so festgelegte Konstanten. Auch wieder viel Spaß dabei, sämtliche Stellen im Quelltext zu finden, wo so irgendwas auftritt oder auftreten kann. Ja, zur Manipulation von Zeichenketten gibt es eigentlich nur drei Anweisungen. Als da wäre inspect, was Zeichen zählen kann oder auch Zeichen durch andere Zeichen ersetzen kann, nach Regeln, die man sich selber definieren kann. Nein, reguläre Ausdrücke funktionieren nicht. Ja, und wenn man halt für jedes Zeichen des Alphabets eine Ersetzungsregel eigens definieren muss, kann die Anweisung etwas länger werden.
Insgesamt, da war eine eigentlich brauchbare und ja, recht mächtige Anweisung. Das String ist zum Aneinanderhängen von Zeichenketten, um sie dann in ein Zielfeld zu schreiben und hat auch jeweils Möglichkeiten. Jede einzelne Zeichenketten, die man dann hintereinander hängt, zum Beispiel bei einem bestimmten Trennzeichen abzuschneiden oder so. Also auch relativ mächtig, kann auch relativ umfangreich werden. Unstring macht genau das Gegenteil, also eine Zeichenkette in mehrere zerlegen und in die entsprechenden Variablen schreiben. Auch bei einem Trennzeichen oder bei mehreren Trennzeichen oder bei einer bestimmten Länge und so weiter. Und auch die haben die On-Size-Error und Not-On-Size-Error-Optionen. Ja, dann kommen wir zu den Kontrollstrukturen. Also wären if, evaluate, go to, alter, komme ich gleich dazu, was das macht, perform und copy. Also if ist die übliche Wenn-Dann-Logik. Evaluate ist eine Case-Struktur, wo man halt eine oder mehrere Variablen auf bestimmte Bedingungen abprüfen kann. GoTo und Alter komme ich gleich dazu, Perform auch. Und Copy ist eine Anweisung, womit man dann einen anderen Teil Quelltext an eine bestimmte Stelle einkopieren kann. Aber wenn man an die Programmdefinition denkt, wenn die Copy bestimmte Anweisungen enthält, die Variablen muss man dann in eine extra Copy hinterlegen und auch einbinden. Ich vermute mal, dass das zu Lochkartenzeiten von den Lochkartenlesern die Möglichkeit gab, dann einfach auf einen zweiten Leser zu gehen und dann die Lochkarten der Copy zwischendurch einzulesen. Das weiß ich aber nicht genau. Ja. Und die Beendigung des entsprechenden Befehls, also endif, endperform und die Evaluate-Struktur insgesamt wurde mit dem COBOL 85 Standard erst eingeführt. Ja, GoTo kann nicht nur zu einem Label springen, sondern, wie ich bei der Vorbereitung des Talks erst gesehen habe, zum Glück habe ich das nie produktiv gesehen, es kann abhängig von der Variable Zähler an mehrere Label springen. Also wenn Zähler 1 ist, dann wird zum ersten Label in der Reihe gesprungen. Wenn die Variable Zähler 2 enthält, wird er zum zweiten gesprungen und so weiter. Wenn sie 4 oder größer wäre in diesem Beispiel, würde einfach mit der Anweisung nach dem GoTo fortgefahren. Das ist aber nicht alles bei einem GoTo. Es gibt nämlich noch die Anweisung Alter. Das ist jetzt der volle Text. Alter Label 1 to proceed to Label 2. Das Proceed to kann man auch weglassen, also Alter Label 1 to Label 2. Ja, wenn die Anweisung irgendwann während der Ausführung ausgeführt wurde, führt jedes GoTo nach Label 1 dann zu Label 2. Ja, das Ganze lässt sich dann auch noch verketten. Also man könnte auch noch Label 2 auf Label 3 altern und dann würde auch Label einer Go-to-Label 1 zu Label 3 führen. Ja, ich habe das einmal in einem Programm gefunden. Ich habe etwas länger gebraucht, bis ich verstanden habe, was diese Anweisung macht.
Das Kobelbuch, was bei einem Kollegen lag, war da sehr hilfreich. Das hatte zur Alteranweisung 1,5 Seiten. Ja, 1/2 Seite war die Beschreibung, was die Anweisung macht. Der Rest war Warnungen, das auf keinen Fall zu verwenden, sondern dass es nur im Buch steht, falls es jemandem in einem alten Programm mal begegnen sollte. Ja, aber diese Möglichkeit wurde eingebaut. Dann Perform ist eine Anweisung, was mehreres durchführen kann. Also es gibt einfach mal einmal Perform-Prozedur. Das würde dann zur Section-Prozedur springen, die ausführen und dann wieder zurückspringen, also gewissermaßen ein Methodenaufruf. Perform dient aber auch noch für die Vorschleife. Also Perform-Anweisung oder Prozedur, Zähler-Times. Falls man eine Zählvariable braucht, im wievielten Schleifendurchlauf man ist, muss man die halt selber bei den globalen Variablen definieren und selber hochzählen. Perform ist aber auch noch für die While-Schleife. Also Perform-Prozedur with Test before, Until-Bedingung. Und es ist für die Do-While-Schleife. Man kann nämlich auch sagen with Test after, Until-Bedingung erfüllt. Ja, dann kommen wir zum Problem mit EndIf, EndPerform und so etwas, was ich schon angekündigt habe. Die Logik war ja, jede Anweisung ist ein Satz. Ja, das If wird als eine Anweisung betrachtet. Das heißt, das If wird durch einen Punkt abgeschlossen. Wobei ein Punkt beliebig viele Ifs, Performs und so weiter beendet. Dementsprechend hier die Frage. Eine Spalte gibt das Ergebnis zweimal aus, also Display gibt das Ergebnis aus, eine Spalte gibt das Ergebnis einmal aus und eine Spalte liefert einen Compilerfehler. Möchte jemand raten, welche was macht? Also die Logik ist da gewissermaßen, der Absolutwert der Differenz wird berechnet und nach E geschrieben. Okay, wer ist dafür, dass die erste Spalte das Ergebnis zweimal ausgibt? Wer ist für einmal? Und wer ist für einen Compilerfehler? Okay, Compilerfehler sind die meisten. Dann die gleiche Frage für die Mitte. Wer ist für zweimalige Ausgabe? Okay, einmalige Ausgabe. Und Compilerfehler? Okay, hier waren die meisten für zweimalige Ausgabe. Und beim letzten, einmalige Ausgabe. Zweimalige Ausgabe. Oh, niemand. Compilerfehler. Ach, das sind, glaube ich, die meisten. Ja, das hat so ungefähr gepasst. Ich habe jetzt die Punkte mal durch EndIfs ersetzt. Da wir im ersten Zweig gelandet sind. Moment, habe ich irgendwo ein Mauszeichen? Also, ja, bei dieser Berechnung wird es hier tatsächlich einmal ausgegeben, hier zweimal und da man hier ein EndIf hat und danach ein Else, bekommt man hier einen Compilerfehler. Aber ja, ohne die EndIfs ist es nahezu nicht zu erkennen, was eigentlich
was tut. Okay, ich stelle fest, ich bin bedeutend früher fertig geworden als eingereicht. Hat noch jemand Fragen? Sonst vielleicht noch ein Hinweis. Also die Sprachdefinition ist tatsächlich nicht allzu groß. Also das hier ist eigentlich alles des 85er Standards. Und ich fürchte fast, die Sprache wird einem noch auf die eine oder andere Weise erhalten bleiben, bis es jemand mal erschafft, mit einem Generator das Ganze in eine neuere Sprache zu übersetzen, sodass die Fachlogik erhalten bleibt und zwar lesbar erhalten bleibt. Ja, da hinten. Ja. So, ja, ich weiß nicht, ob es an ist. Hallo? Ja, angeschaltet. Ja, ich habe gehört, bei Legacy-Fortran-Systemen, glaube ich, war das Problem, dass es so viele verschiedene Standards gibt, dass man dafür eigentlich gar kein Handbuch findet. Und das ist eigentlich das Problem, ist, dass dieses Wissen, so ein Druidenwissen, das dann immer weitergegeben wird. Ist das bei COBOL ähnlich? Naja, die Standards sind abwärtskompatibel, die ANSI-Standards. Deswegen ist auch Alter zum Beispiel noch drin, obwohl das als veraltet gekennzeichnet ist und dass es irgendwann aus dem Standard entfernt werden soll. Also Druidenwissen insofern als ältere Programme doch häufig nah an unlesbar sind, aus meiner Sicht. Und ich habe, das als kleine Anekdote, auch in der Produktionsumgebung mal vor ein paar Jahren kurz geschaut, was eigentlich das älteste Programm ist, was ich so finde. Ja, das stand damals kurz vor dem 30. Geburtstag, Entwicklungsbeginn. Also in älteren Programmen kann es durchaus sein, dass Schleifen nicht mit Perform gelöst sind, sondern mit If und Go-To. Sowas habe ich in Produktion schon gefunden. So. Ja, also seit 1966 gibt es für Fortran schon einen Quasi-Standard, also praktisch einen Industriestandard, aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, aber das Fortran, was eigentlich standardisiert ist, ist dann Fortran 77. Okay. Also, ja, der älteste ANSI-Standard bei COBOL ist halt von 1968, wie ich gesagt habe. Und ja, Programme nach diesem Standard sind auch mit modernen Compilern noch lauffähig. Wenn man da jetzt jeden Tag mit arbeiten muss, möchte, was auch immer, wie viel Scriptcode, was auch immer, existiert darum herum, dass man nicht jeden Tag wirklich direkt mit dem, also ich nehme jetzt mal einfach an, dass man sich da Dinge darum herum baut, um zum Beispiel hier dieses, wäre ja zum Beispiel ein Linting-Problem, was man lösen könnte oder wo der Editor einem helfen könnte, wenn man dann, wo man ja, also ne, diese, was du gerade gezeigt hast mit den drei Punkten, diese Punktproblematik, das könnte ja ein Editor zum Beispiel auch einem erleichtern. Wie viel drumherum benutzt du an Codes, potenziell auch selbst geschrieben, um möglichst dir weniger in den Fuß zu schießen? Oder die Na gut, mit COBOL habe ich zum Glück jetzt aktuell nicht mehr allzu viel zu tun, nur hin und wieder noch in Programme reinschauen. Da müssen dann eher die Kollegen drunter leiden, sozusagen. Aber ja, da gibt's schon einiges an Generatoren außen rum. Also da gibt's zum Beispiel einen Generator SWT, der einem dann viel Standardcode abnimmt. Das ist dann aber halt nochmal eine eigene Sprache, die durch einen Precompiler durchgejagt wird. Und da
zumindest in unserer Gruppe SWT dann abgeschafft wurde und die SWT-Programme halt durch den Precompiler gejagt wurden und dann der Quelltext abgespeichert, kann ich sagen, die produzieren keinen schönen COBOL-Quelltext. Also das ist dann eher eine Go-To-Wüste, was die produzieren, leider. Also was da dann rausfällt, ist dann auch eher schwieriger zu lesen. Also solange man nur in SWT schreibt, geht es recht gut, aber wenn man dann das auf Vorkompilat bearbeiten muss, geht es nicht mehr so gut. Und mittlerweile hat man auch eine ganz brauchbare Editor-Unterstützung. Also es gibt von der IBM zum Beispiel die RDZ, das ist ein Eclipse mit entsprechenden Erweiterungen für COBOL. Gegenüber dem, was ich vorher als Editor genutzt habe, ist das wirklich eine Wohltat, denn die Optik ist nicht von ungefähr meiner Folien. Vorher habe ich nämlich in einer 3270 Terminal-Emulation programmiert. Also 24 Zeilen, 80 Zeichen pro Zeile. Oben und unten fallen von den 24 Zeilen noch ein paar weg, sodass man nur 20 Zeilen sieht. Das war irgendwie so wie Programmieren durch einen Briefschlitz. Ja, ich habe mir den Quelltext, der zum Glück im Online-Repository lag, dann noch zusätzlich im Browser aufgemacht, um ein bisschen was zu sehen. Ja, noch weitere Fragen? Da hinten war, glaube ich, noch einer. Ja. Warte mal, das Moment, Mikrofon kommt. Danke. Bei der Compute-Anweisung waren zwischen den einzelnen Operatoren und Operanden immer noch White Spaces. War das jetzt nur, damit es schöner aussieht, oder ist das Pflicht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kann ich dann aber gleich mal noch in der Doku nachschauen. Ich glaube aber, das ist keine Pflicht. Danke. Ach ja, und noch zu den Sections, die man dann anspringen kann, die sozusagen wie Methoden funktionieren. Mangels lokaler Variablen geht aber es nicht, dass man sich sozusagen eine Funktion definiert und Werte übergibt, sondern wenn, dann muss man sich eine globale Variable definieren, wo man diesen Wert dann reinschreibt und danach die entsprechende Section aufruft. Ja, ist natürlich dann auch immer wieder schön, wenn man ein Programm ändert und sich nicht sicher ist, gibt es schon eine Variable, die ich zu dem Zeitpunkt gerade nutzen könnte, weil sie sowieso für so einen Zweck von einer anderen Section genutzt wird. Also definiert man sich halt eine neue. Erhöht die Lesbarkeit dann natürlich auch nicht unbedingt, wenn man einen Berg also eigentlich nicht benötigter Variablen hat. Ah ja, sonst bei den Variablen noch einen weiteren Bonus. Um Speicherplatz zu sparen und auch um Daten zu übertragen, gibt es noch die Möglichkeit Redefines, so dass man tatsächlich den Speicherplatz mit einer anderen Bezeichnung noch zusätzlich versehen kann. Damit könnte man dann tatsächlich das Straße und Hausnummer, also die gesamte Straße, zum Beispiel auch mit irgendeinem numerischen Feld belegen, von dem man weiß oder hofft, dass man es nie gleichzeitig mit der Straße benötigt. Denn sonst wird es ekelhaft, wenn man das numerische Feld zum Beispiel lesen möchte, aber gerade eine Straße drin steht. Ja, es wäre möglich, aber führt dann natürlich zum Laufzeitfehler. Ja, hat sonst noch jemand Fragen?
Okay, da drüben. Wo? Wo wir schon gerade bei Laufzeitfehler waren. Wie sieht denn das so aus? Bei allen modernen, halbwegs modernen sprach man ja irgendwas Stacktrace-artiges. Wie sieht das bei COBOL aus, wenn es da Laufzeit knallt? Du hast die Anweisung Display gesehen. Die schreibt auf die Konsole bzw. in einer vordefinierten Datei. Ja, das ist das Stacktrace. Display-Eingaben an den passenden Stellen, aber natürlich Programme, die im Online-Betrieb laufen, also wo dann die Sachbearbeiter auch in der Terminal-Emulation arbeiten müssen. Darf man keine Displays verwenden, die laufen dann nämlich im Rechenzentrum auf einer Konsole auf. Also, beziehungsweise es gibt dann andere Möglichkeiten, dass man halt irgendwo hinloggen müsste. Aber dieses gesamte Logging und Stacktrace und so weiter mit der Hand am Arm, was man bei der Programmerstellung und was man da nicht gedacht hat, ist halt nicht da. Ja, hat sonst noch jemand eine Frage? Wenn nicht, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ja, einzelne Kontaktdaten stehen da auf der Folie. Vielen Dank.